Auf den Boden legen. Ah! Nein! Ah! Nicht der Abschlepper! Nein! Okay. Ah! Das ist doch ein Witz! Jetzt bleiben sie stehen! Wieso verliere ich kein Leben? Jetzt bleiben sie stehen! Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir, dem Ratzler. Ja, ich habe jetzt hier mal ein neues Auto. Und zwar den großen Sheriff-Dingsel jetzt. Ich weiß nicht genau, wie der in echt heißt. Ich weiß nur, es gibt den Crown Victoria und mehr kenne ich mich da eh nicht aus in der Polizeiauto-Welt. Auf jeden Fall mit den hier. Und, der ist eigentlich ziemlich hässlich, aber es sieht ganz cool aus. Ich weiß, es klingt ein bisschen bescheuert jetzt, aber die Außentexturen sind irgendwie ein bisschen matschig und irgendwie das stimmt alles nicht vorne und hinten teilweise. Also von der Beleuchtung her und so. Cargo Vehicle Theft. Okay, alles klar. Ich erzähle gleich weiter, wir müssen ganz kurz verfolgen. Ach du Scheiße. Okay, auch von innen sieht die Karre ein bisschen komisch aus. Ich meine, innen sieht es ganz nice aus, aber die Windscheibe spiegelt und whatever. Sieht alles ein bisschen komisch aus, deswegen werde ich mir da bald einen neuen besorgen müssen. Nur mal Verstärkung. Und dann, ja, ne? Aber das spielen wir erstmal. Die werden mir auf jeden Fall einen Schusswechsel, wie man, oh Gott, wie man hören kann. Oh Scheiße. Okay. Scheiße. Also ich denke, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, den Karabiner zu holen. Okay, warte, hinter uns auch noch mal was. Kann man ihn festnehmen? Oh Gott, nein. Fast. Fuck, Alter. Scheiße. Okay, der ist tot. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um den anderen Transporter. Beziehungsweise um den Transporter. Wobei die den vorne, glaube ich, auch schon haben. Aber wir kommen mal zur Verstärkung. Alter, da schießt die uns einfach an während der Anmoderation. Das ist unglaublich. Ah ne, es geht weiter. Okay, wir werden beschossen. Das heißt, wir dürfen jetzt eigentlich Deadly... Okay, darum kümmern sich die Kollegen. Wir dürfen jetzt eigentlich Deadly Force verwenden, was wir aber auch nicht machen, weil das ist viel zu gefährlich hier auf den Straßen. Beziehungsweise eigentlich können wir schon auf die Reifen schießen. Damit sind die Kugel sicher. Sind die Reifen kugelsicher? Oder schieße ich einfach nur Scheiße? Scheiße, Alter. Warte mal. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, warte. Scheiße, ja, ich wollte sie nicht umbringen. Warte mal. Der kommt jetzt. So. Ende hoch. Wieso verliere ich eigentlich kein Leben? Ich verstehe es nicht. Okay, pass auf. Der backt hier rum. Nimm sie die Hände hoch. Scheiße, Alter. Ich konnte ihn jetzt nicht festnehmen. Ist doch scheiße, Alter. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken, warum ich keinen Schaden krieg. Kann man das irgendwie ausschalten? Weil ich habe nämlich hier Always God Mode aus. Und sonst eigentlich auch alles aus. Wieso zum Geier kriegt er keinen Schusswaffenschaden? Weil wenn ich nämlich hier auf ein Auto gehe, habe ich von ausprobiert, dann drehe ich... Warte, pass auf. Wenn ich mich hier von Auto stelle... Ja, es funktioniert nicht. Auf jeden Fall kriege ich dann Schaden. Egal, also wir kommen jetzt mal weiter hier rum. Wir brauchen auf jeden Fall einen Leichenwagen. Scheiße, Alter. Sind alle jetzt gestorben? Oh, hier ist eine fette Stoßstange.
glaube, alle sind gestorben. Und die beide Türen. Nee, nur eine Tür ist weg. Alter, okay, ich parke den mal eben an der Seite den Transporter. So, dass wir hier den Verkehr wieder aufrechterhalten können. So. Und nach unserem Polizeiauto parke ich mal eben. Ich dachte, da wird geschossen. Hat sich gerade voll wie Schuss angehört. So. So, Herr Corona. Wow, nee, ich dachte, ein Corona. Können Sie hier raus aus der Karre? Sind festgenommen, sie sind festgenommen. Auf dem Boden. Nicht du! Du bist festgenommen! Du kannst da aufstehen, Mann! So, aber sie sind festgenommen, weil sie den Leichenwagen-Menschen angefahren haben. Und was machen sie da? Eine Sachbeschädigung. Nicht gegen die Autos fahren. Mein Gott. So, die Auto lasse ich gleich mal abschleppen. Jetzt müssen wir einmal durch. So. Abschleppen. So. Ist ja unglaublich hier, was sich die Leute erlauben lassen von hier, San Andreas. Was wird, wo wird der jetzt hingebracht? Hier sind beide, glaube ich, noch ein paar Leichen, oder? Sind hier noch Leichen? Nee. Ach, guck mal, der Abschlepper kommt aus dem Gebirge, ne? Der Abschlepper, der aus dem Dschungel kam, sozusagen. So, den lassen wir auch mal eben abschleppen. Und, ja. Ja, ja, ja. Den hier, genau, den lassen wir schon abschleppen. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Wir dürfen aber einmal reparieren. So. Okay. Auch interessant. Rest surrounded, Abschlepper oder. Ne, warte, da vorne gibt's Stress. Schafft ihr das von alleine oder braucht ihr Unterstützung? Ich glaube, die kriegt das alleine hin. Wir haben nichts gesehen, ne? Ich meine, so ist das eben in den USA. Da wird man immer mal verkloppt, obwohl man nichts gemacht hat. Wir fahren mal weiter. Wir haben nichts gesehen. Die Kollegin soll ja nicht unter Druck gesetzt werden. Ich glaube, wir müssen mal jemanden rausziehen. Ich hätte gerne den Pickup davon, beziehungsweise der Banshee, der fährt ein bisschen dicht auf, meint ihr nicht? Ich glaube, ihn halten wir an. So. Approach the suspect. Guten Tag. Einmal gerne ihre ID, oh mein Gott, ihre ID bitte. Kümmern Sie sich einfach nicht um den Truck da vorne. Wir regeln das schon. Wir vom Range. Okay, warte, ich muss abschreiben. Robert Blackstone. Robert Blackstone. No active warrants. License is valid. Alright. Kann ich anders sagen? Hab ich mir einen Blinker angelassen? Egal. Hallo. Alles war in Ordnung mit Ihnen, deswegen können Sie jetzt. Aber bleiben Sie nächstes Mal ein bisschen hier, ein bisschen nicht so dicht auffahren, sag ich mal. Ein bisschen auf Abstand bleiben. So, ich glaube, wir haben einen Blinker angelassen. Haben wir einen Blinker angelassen? Ja, haben wir tatsächlich. Warum auch immer und wie auch immer ich auf die Taste immer komme dafür. So. Ja, jetzt können Sie alle weiterfahren. Da vorne ist ein Obststand. Sind da Menschen? Sollen wir mal die Lebensmittel, sollen wir mal hier die Lizenz überprüfen? Dabei ist eh keiner. Das Obst steht da nur so rum, weil es cool aussieht. Guck mal, da sind Kollegen links. Ach, das Umland ist schön. Ich werde mir für die nächsten Folgen auch einen anderen Sheriffwagen holen, dass sie auch mal was Gescheites. Oh fuck, jetzt hätte ich fast mein Wasser umgeschmissen. Dass wir auch was Gescheites haben zum Fahren. Ich meine, das ist es nicht schlecht, ne? Versteht mich da nicht falsch, aber. Die Eier, die Räder eiern zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt, der mich mega im Auto stört. Naja. So, Speed Pursuit, okay. Das nehmen wir an. Wie kommen wir da jetzt? Driver out of control, alright. Ich möchte in First Person gehen. Geht nicht, okay, dann halt nicht. Müssen wir es aber trotzdem hier irgendwie
Soll ich langfahren oder was? Ah ja, das ist tatsächlich ein Weg. Aber der ist eh da unten. Warte mal, drehen wir mal nochmal um. Okay, der fährt da links lang. Ich kann nicht in First Person wechseln, finde ich ein bisschen blöd. So, lassen Sie mich durch. Okay, der fährt Hydranten um. Da wir können wahrscheinlich schon Verstärkung holen oder zumindest hier so vielleicht einen Patrol Unit. Vorne ist er, den kriegt man schon auch. Alter, das wird fast Zusammenstoß. Okay. Boah. War vielleicht ein bisschen knapp. Boah, der geht aber ziemlich aufs Gas, ey. Okay, ich glaube, wir machen mal Pit-Manöver. Was macht der da? Okay, das war ein bisschen übertriebenes Pit-Manöver. Komm, aussteigen. Steigen Sie aus. Auf den Boden legen. Ah! Nein, ah! Nicht der Abschlepper! Nein! Okay. Bleiben Sie stehen, es gibt keinen Grund, weil der Officer überfahren wird, wegzurennen. Ah, das ist doch ein Witz. Jetzt bleiben Sie stehen, wieso verliere ich kein Leben? Jetzt bleiben Sie stehen. Ich bin verzweifelt. Auf dem Boden jetzt. Danke. Wir sind festgenommen wegen Speed Pursuit und wegen flüchtig oder so. Wieso verliere ich kein Leben? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr eine Lösung habt. Alter, fahr ein bisschen schnell. Kommen Sie mal bitte ein bisschen an den Straßenrand. Ja, aus dem Grund auf den Straßenrand. Komm. Mein Gott, ey, was ist denn hier los? So, ja, komm. Ich lass noch eben ihre Karre abschleppen, wo auch immer die es ist. Die ist schon gedespawnt. GTA sei Dank. So, und fahren wir mal weiter. Haben wir eigentlich Schaden genommen, unser Auto zumindest? Ja, ein bisschen. Das heißt, die Versicherung wird da auch noch auf uns zukommen. Hoffentlich zumindest. Was auf den Baumstammwagen halten wir jetzt an. Ja, sie können ruhig weiterfahren. Komm, weit, fahren Sie weiter. Danke. Halt mal jetzt an hier. Herr LKW-Fahrer. Genau hier würde ich auch stehen bleiben. Mitten auf der Straße. Damit wir noch länger brauchen. Damit der Verkehr noch mehr ins Stocken kommt. Hallo. Einmal gerne Ihre ID. Und er fährt weg. Ah, nee, doch nicht. Ich laufe weg. Das sieht nur so aus, wenn er wegfahren würde. Jack Goddard. Was? Jack. Irgendwas. Jack Goddard. Mein Gott, bei dem Namen muss man echt schon das Leben bestraft worden sein. License of no active warrants. Alles klar. Das heißt, es ist alles in Ordnung, aber sie flüchten natürlich trotzdem. Ah! Das gibt's doch. Meine Beine. Alles da, wir rufen Verfolgung aus. Oh, oh. Nein, 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 nicht aus dem Fanus reißen. Nein. So, Verstärkung und zweimal Helikopter. Boah, ist das schnell, Alter. Ach, guck mal, die vorne hängen sich auch dran. Oh Gott. Passt sie auf, Herr Kollege. Okay, den kriegen wir eh. Da vorne ist er eh schon, hier vor uns. Ja, nicht schießen. Noch hat er nichts gemacht, ja. Sie dürfen erst schießen, wenn er so auch schießt. Das ist die alte Bauernreh. Oh, nicht in den Gegenverkehr fahren, Herr Kollege. Noch gibt's nur Verfolgung. Kann ich ja irgendwie reden? Also kann man nicht irgendwie sagen, dass er reden soll? Oh Gott.
Ah, guck mal, er hat einen Unfall. Alter, Alter. Okay, ah. Scheiße. Scheiße. Der schiebt die Wägen einfach weg, Alter. Das gibt's doch nicht. Oh, der stellt sich vor, den ist aber ziemlich mutig. So, den haben wir jetzt. Nimm sie die Hände hoch. Auf den Boden. So. Wir holen für sie einen Abholmenschen. So, und ihr Truck wird auch erstmal beschlagnahmt. So, Alter, was passiert denn hier? Das gibt lebenslänglich. Sie haben mich überfahren. Meine Beine. Meine wunderschönen Beine, so. Alter, was geht hier ab? Wieso ist da jemand aus Los Santos? Sie gehören hier nicht her. Sie gehören hier nicht her. So. Wir fahren weiter. Habe ich schon wieder blinkt? Achso, kann das sein, dass er automatisch blinkt, wenn wir jemanden an... Ups. Dass der automatisch blinkt, wenn wir jemanden anhalten. Kann das sein? Naja, wir dürfen auf jeden Fall erstmal reparieren. So, und ich trinke kurz einen Schluck. Traffic Stop Backup Required. Alles klar. So, da fahren wir mit Code 2 rein. So. Vorne ist es eh schon. Also so lange ist es jetzt auch nicht. Ich finde diese Cinematic Cameras immer richtig geil. Deswegen fahre ich auch so oft bei denen. So. Ein Cargo Bob. Hallo. Okay, der flüchtet sofort. Wir hängen uns dran. So, komm. Ich glaube, noch brauchen wir keine Verstärkung. Das müssten wir eigentlich zu zweit schaffen. Aber wenn der dann anfängt, hier zu randalieren oder so, müssen wir auf jeden Fall Verstärkung holen. Aber der fährt ziemlich schnell, Alter. Aber da vorne ist gut an dem dran. Heißt noch, brauchen wir wie gesagt keine Verstärkung. Alter, das ist ja schnell, ey. Was sind das, was waren das nochmal für einer? Oh, das hat er sich gedreht. Aber der andere... Ah, das ist so einer hier. Okay, verstehe. Bleiben Sie stehen! Irgendwie konnte man reden. Ich weiß nicht, wie das... Also, so in-game quasi. Der Typ halt hat dann geredet. Das war cool. Ja. Das war irgendwie nicht so geil, was er rechts gemacht hat. Bleiben Sie stehen! Okay, ich glaube... Ich glaube, wir sollten mal gucken, dass sie den rammen, oder? Von hinten reinrammen. Oder er fährt aber auch Schlangenlinien. Es könnte sein, dass er alkoholisiert ist. So, jetzt haben wir ihn. Scheiße. Okay, er probiert zu drehen. Er dreht. Oh, Alter. Boah, das ging in die Seite, ey. Ist unser Reifen noch mehr am Arsch. Okay, da will man Verstärkung. Ich finde die Verfolgungsjagden zu leicht irgendwie in der neuen LSPD-Version. Weil die kriegen ja da vorne sofort rein. Das ist mega nervig. Okay. Also, wir fahren mal vor denen. So. Ey! Okay, warte. Scheiße. Die Reifen kriegen wir nicht zerschossen. Jetzt sind sie alle hier hinten, oder was? Okay, wir müssen mal kurz Air Support holen. Und Stay Patrol.
Scheiße, Alter, der ist hartnäckiger als ich dachte. So zum Thema leichte Verfolgungsjagden. So. Ah. So, links. Okay, der macht eh schon. Und sie kommen auch raus hier. Auf den Boden. Wieso fallen sie in die Unfallstelle rein? Das geht doch nicht. Sie können doch nicht einfach ein Polizeiauto wegrammen. Außerdem fahren sie auf der falschen Spur. Aber ich will ja nicht pushen. Ja? So. Es gibt auf jeden Fall Konsequenzen für sie. Ihr Auto ist jetzt auch erstmal beschlagnahmt. Denn ich denke, das kann eh nicht mehr fahren bei dem Schaden. So. Und sie sind auch immer unten durch, ne? Und ihr Auto ist auch abgeschleppt. So, der ist abgeschleppt. Boah, unsere Karre muss eigentlich auch mal abgeschleppt werden, Alter. Die sieht ziemlich ramponiert aus. Das ist krass. A waste of space. Ja. So, wir dürfen aber eh einmal reparieren. So. Was macht denn der da vorne? Na, darum muss er sich kümmern. Wir kümmern uns hier nur um die... Was macht der da? Egal. Grand Theft Auto. Da unten? Okay. Bleiben Sie stehen, danke. Da unten? Ernsthaft? Okay. Ah! So. Hier kommt der eh nicht weg. Kann ich einfach hier zufahren. So, kommen Sie raus. So, nehmen Sie die Hände hoch. Danke. Auf dem Boden, genau. Ja, schön machen Sie das. Weiß ja nicht, wie Sie Ihr Auto hinbekommen haben. Aber ich glaube, da denkt man einfach mal gar nicht drüber nach. Wir holen jetzt einen Prisoner Transport, dann gehen sie erstmal hinter Gitter. Wir gar nicht wissen, wie sie Auto hier bekommen haben. Mein Gott, ey. Also was zu leiden, sind ja nicht Leute hier, ne? Aber auch der Abschlepper, ne? Da kommt einfach. Ich glaube, hier liegt einfach Atlantis, ja? Die kommen einfach alle aus dem Meer gefahren hier. So, ja, komm. Ja, komm, wir fahren aus dem Peak hier. Nicht da hinten. So, komm. Nein. Da hinten kommen die Kollegen, da steigen sie jetzt ein. Nicht bei mir. Okay, gut. Nein. Okay, dann fahren wir sie halt ins Gefängnis. Mein Gott, da ist ja eh eins in der Nähe. Kann auch gerne wir hinfahren. Ach, guck mal, hier ist irgendwie. Ich dachte, hier wäre auch Wasser. Okay. Ich dachte, hier wäre Wasser. So, wir fahren aber mit normalem, also mit Code. Was ist eigentlich Code 4? Ist es dann wahrscheinlich zum Gefängnis. Und wir dürfen einmal reparieren. Gefängnis ist eh da vorne. Ah, ich mag GTA. Finde ich gut, dass sie das rausgebracht haben. Ohne GTA wäre das Leben ein bisschen langweiliger. Okay. Hä? Bastisberg immer. Aus diesen Gründen mag ich GTA. Einfach wegen solchen Momenten. Was war das jetzt? Okay. Wir haben Traffic. Oh, nur da unten. Okay, warte mal. Officer Homicide, alles klar. Polizeimord. Und wie kommen wir da jetzt hin? Mein... Meine, im Prinzip müssen wir ja... hier außen rumfahren. Fahren.
Scheiße, da schickt man am besten mal die Kollegen an. Den können wir nicht, weil das keine Verfolgungsjagd ist. Okay, der Einsatz ist verbuggt. Wir geben den am besten einfach an die Kollegen weiter. Der Einsatz ist verbuggt. So, Knife Attack in Progress. Okay, alles klar. Reports of a suspect of the knife. Respond with appropriate force. Okay. Alter, mein Lenkrad buggt. Egal. Alter, der Input? Warte mal. Muss mal kurz die Karre reparieren. Muss mal kurz aussteigen, wieder einsteigen. Also, das Fahrzeug lenkt sich mega strange. Jetzt geht's wieder. Okay, was das jetzt war. Achso, ich kann mal die Parkierung hier wegnehmen. So. Fahren wir hier rein. Das ist mal halt ganz außen. Was ist das jetzt hier? Warte mal. Was ist das denn hier? Ist das von GTA oder ist das von LSPD? Warte mal, ich auf jeden Fall mal kurz meinen Screenshot von. Ich glaube, das ist von GTA. Haben sie, glaube ich, nur eingeführt als Event, oder? Okay, auch interessant. Naja, wir fahren auf jeden Fall weiter zum Einsatz. Auch schön, weißt du, da ist Knife Attack und wir bleiben erstmal stehen und bewundern hier irgendwelche Trucker. Auch toll. Boah, ist das laut, ey, wenn man die Karre anhat, ey. Karre hat, ist aber echt ein cooler Sound, was die hat. Lala. Knife, da vorne ist es. So. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch. Lassen Sie das Messer fallen. Okay. Rühren Sie sich jetzt nicht vom Fleck. Okay. Wir nehmen Sie jetzt mit. Oder beziehungsweise die Kollegen nehmen Sie jetzt mit. Und dann können Sie da rumpushen, wie Sie wollen. Aber bei mir auf... Oh mein Gott, die Folge geht schon 27 Minuten. Alles klar. Ich habe gerade ein bisschen hier auf den Timer geachtet. Egal, gibt's halt mal eine längere Folge. Hit and Run übernehmen, glaube ich, die Kollegen. Denn das Rennen braucht sonst wieder eine 50.000 Stunden, dann wird die Folge nicht rechtzeitig fertig. Beziehungsweise dann rendet der die ganze Nacht durch und das wäre dann auch nicht so toll für den PC. Ich würde sagen, boah, wie das aussieht, aber eben ein Screenshot von. So, ich würde sagen, huch, wir machen mal eben ein kleines Päuschen. Und sehen uns in der weiteren Folge von LSBDFR in 2 Tagen dann hoffentlich wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüssel.